Okay, das nächste ist jetzt erstmal dieses hier, 17 Tage noch, der Vesta Flyby und dann starten wir in Richtung Vesta. Und Merkur Flyby ist auch da, also das nächste ist jetzt erst einfach mal Rakete fertig bauen. Ja, das ist schön, dass da unten Ceres Flyby. So, jetzt sind wir. Achso, irgendein. Wir haben jetzt schon wieder Wissenschaftspunkte gekriegt. Schön. Und irgendein Satellit hat wenig Strom. Okay. So, da ist unsere Rakete fast fertig gebaut. Noch 8 Minuten. Da ist sie fertig gebaut. Der Vesta Flyby. Wir haben noch einen Tag und 19 Stunden. Der Rollout dauert. Was? Der dauert 20 Tage? Warum dauert der 20 Tage? Puh. Ja, dann rollen wir es mal aus und verpassen das Launch Window halt um 18 Tage oder 19. Sehr, sehr bedauerlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber so ist das. Wir starten das Richtung Vesta und dann wir haben noch einen zweiten Vesta-Encounter in 492 Tagen. Okay, aber dann können wir schon mal zum nächsten. Das nächste ist Prototype Hydrolux Engines. Ah ja. Ja, Close Alarm. Vorspulen. Irgendwas mit Strom, ja. So, Mission Control. Achso, Mission Control ist dann demnächst ausgebaut. Okay. Dann warpen wir mal dahin. Das Mission Control ausge. Und jetzt sind es noch 3 Tage, 23 Stunden bis. Okay, und dann warpen wir, dass wir endlich zu unserem Start Richtung Vesta kommen. Jawohl, endlich. Da oben haben wir noch 5600. Die haben wir. Wir haben 6000. Hier oben sind wir bei 5600. Ist eine lange Travel Time. Departure ist dann quasi heute oder morgen. Genau, und da sollten wir Ejection LAN ist jetzt nicht so wichtig, weil der ändert sich stark. Aber was wichtig ist, ist Ejection Inclination ist was bei, sagen wir, 23. Engage Autopilot. Und dann würde ich sagen, ab dafür. Endlich mal wieder ein Start. 3, 2, 1 und auf Richtung Vesta. Ganz zauberhaft eigentlich mal ohne die UI. Und da kommen wir durch die Wolken. Jawohl. So. Und wir haben noch 1 Minute 10 bis zum höchsten Punkt. Ich würde mal sagen, ich winkel das hier leicht an, damit wir noch ein bisschen höher kommen. Wo sind wir denn? Ah, wir sind natürlich mitten am Tag. Weil wir mitten am Tag sind, macht es Sinn, dass wir vielleicht einfach hier auch nochmal ein bisschen extremer brennen, tatsächlich. Das hebt dann nämlich unsere lokale Höhe noch ein bisschen mehr. Dann haben wir es mit dem Insertion Burn wahrscheinlich auch noch ein bisschen, also mit dem Transfer Burn noch ein bisschen einfacher, wenn wir unsere Höhe direkt hier auf der sonnebeleuchteten Seite
wenn wir die ein bisschen anheben. Deswegen drehe ich jetzt einen extremen Winkel, um in den Orbit zu kommen. Aber wir müssten das Delta V dafür locker haben. Wir haben jetzt noch 2000 in der Tonne. Das müsste reichen, um in den Orbit zu kommen. Aber es ist halt von Vorteil, wenn wir auf der sonnenbeschienenen Seite der Erde relativ hoch sind, weil das Manöver wird später, jetzt wenn wir den Orbit erreicht haben, wird auf dieser Seite sein. Wir werden dann wahrscheinlich eine Runde noch drehen und werden dann hier das, den Insertion Burn machen. So, jetzt sind wir eigentlich hoch genug. Ich mache jetzt mal, ich brenne jetzt mal wieder ein bisschen optimaler. Ja, die Sonde hat keinen Electrical Charge mehr. Das ist total okay. Und wir kommen gerade nicht in den Orbit, sehe ich. Scheiße. Was ist das denn? Ich habe zu schlecht. Wir kommen hier auf 500. Gott sei Dank haben wir zwei Ignitions in unserer Transfer Stage. Blöd. Und jetzt haben wir auch kein Dings mehr. So, dann mach doch mal. So, und wir haben hier drei Ignitions drin. Das heißt, ich würde jetzt. Delta, wir haben ja genug. Sprache ist und viel vom Himmel. Nee, wir haben in der Transfer Stage drei Ignitions. Das heißt, wir achten jetzt ganz doll auf die Periapsis. Hier. Da müssen wir jetzt einfach in Orbit kommen. Ich zünde einmal. Und zwar jetzt. Und dann müssten wir jetzt gleich im Orbit sein. Verbrauchen ein bisschen Delta V. Aber haben noch genug, um nach Vesta hinzukommen. So, Brennschluss, alles klar. So, wir haben noch zwei Ignitions. T-Tap. Zwei Ignitions in diesem wundervollen Triebwerk drin. Das heißt, ja, wir sind im Orbit. Gott sei Dank sind wir ein bisschen flexibler mit unserer Transfer Stage. Und jetzt brauchen wir wieder Manöver Planner und wir machen Advanced Transfer to another planet. Und wir möchten Vesta, richtig? Hier ist Vesta als Ziel setzen und ASAP. Departure in any time now. Jawohl, also da oben irgendwo. Und wir machen mal Create Node. Wie Initial Orbit must not be hyperbolic. Ach so, wir haben eine Node mit 5500. Wir haben 5700. Ja, ne? Eng, aber ist gut. Schubzeit 2 Minuten in 34 Sekunden. Gut. Das ist eng, weil wir super ineffizient hier sind und brennen. Wir lassen das mal auf. Wir lassen das auch MacJab fliegen, wenn er denn möchte. Achso, ich habe 100 Kilometer gesagt. Ja, 100 Kilometer hat er gemacht, ne? Nicht ganz 100 Kilometer. Hat 1000 Kilometer gemacht. 1000 Kilometer, genau. Was ist unser Auftrag, wenn wir Flyby Vesta. 20.000 Kilometer. Das hier ist da drin. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das lassen wir aus. Das lassen wir MacJab ausführen. Also. Und ich mache keinen Time Warp. Versprochen. Dann machen wir Execute Node. Da machen wir nochmal hier von diesem schönen Brennen im Dunkeln. So, jetzt sind wir aus dem Einflussbereich der Erde. Jetzt erhöhen wir mit den letzten 1700 noch den Weg in Richtung Vesta. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen nachkorrigieren müssen mit RCS.
oder mit Triebwerk, weil wir haben ja tatsächlich noch eine Ignition. Jetzt gucken wir mal gerade. Okay, das war fast ein wenig unspektakulär. Da hat MacJab einfach gesagt, ich bin jetzt fertig. So, ich muss auf die Karte gucken und ich muss einmal Vesta an sich zentrieren. Und um Gottes Willen, wir haben nicht ganz einen Encounter. Das heißt, wir müssen hier nochmal nachjustieren. Und ich guck mal gerade, Entfernung 258.000 Kilometer. Das kann ich ein bisschen mit, das kann ich tatsächlich ein klein bisschen mit RCS korrigieren. Und da haben wir einen Encounter. Jawohl. So. Einfach ein bisschen von Hand. So. Und dann stellen wir das mal ein, dass wir tatsächlich den Auftrag auch hinbekommen. 14, 11. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Besser wird's, glaube ich, nicht. Wir versuchen das nochmal, wenn wir aus dem Einflussbereich der Erde raus sind, uns das anzugucken. So, wir gehen jetzt erstmal kurz zur Erde weg. Wir haben einen Encounter und das ist alles, was wichtig ist. Und in der Zwischenzeit wird dann wahrscheinlich, ja, wir können jetzt einfach, also eine Sache, die wir jetzt machen. Bevor ich hier irgendwas tue. Wir haben einen Encounter. Ich mache Schnellspeichern. Ich mache... ich bin ausgerichtet. Und jetzt machen wir einfach einmal eine Stufentrennung. Und gucken, ob wir dann tatsächlich bei Vesta vorbeifliegen. Also, da sind wir getrennt. Und jetzt machen wir auf Vesta fixieren und gucken, ob wir immer noch einen Encounter haben. Und den haben wir nämlich nicht mehr. Wir haben keinen Encounter mehr, wenn ich jetzt eine Stufen, wenn ich die Stufentrennung mache. Ich hätte das auf 0 setzen sollen, ne? Ich hätte es auf 0 setzen sollen. So, wir machen F9. Es ist zum Mäusemelken. Haben wir jetzt nach dem Speichern dann wenigstens immer noch den Encounter mit Vesta? Ja, haben wir. Das heißt, richte ich mal Retro aus vor der Trennung. Naja, nicht zwangsläufig, dass wir uns Retro ausrichten. Das verhaut uns vielleicht nicht unbedingt sofort alles. So, wir sind hier. Es wäre schon schön, wenn wir einfach den hier noch näher dran bekommen würden. Beziehungsweise kann ich hier... ich kann doch hier bestimmt sagen, hallo, kann ich nicht hier, entkoppeln, Teil, kann ich da nicht sagen, mach mal, ohne Druck. Ja genau, ich kann die Trennung später machen, genau. Disable Top Staging, Enable Bottom Staging. Nö, ich kann nicht die Kraft variieren, ne? Kann ich nicht. Ja, ich kann das später machen. Wenn ich noch... Ich habe jetzt hier oben drin noch RCS. HTP habe ich noch ein bisschen was. Damit kann ich immer noch eine Korrektur machen, wenn wir um die Erde... Ich muss die Trennung später machen und wahrscheinlich muss ich die obere, diese Stufe erst einmal mitschleppen. Ich wollte jetzt eigentlich gerne hier nochmal ein bisschen korrigieren. Aber er lässt mich nicht so richtig. Also, wir haben jetzt RCS immer noch an. Ich würde mich mal ausrichten. Und wir gucken uns das mal an.
Ziel zentrieren, wie wir diesen Vorbeiflug noch enger bekommen, weil dann sind wir weniger anfällig für Korrekturen, was Staging angeht. So, 13, 10, da sind wir top, da wird es wieder weniger, da wird es wieder mehr, hier wird es weniger, sehr schön. So, so senken wir die Periapsis. Und ich finde es ganz geil, relativ eng dran vorbeizufliegen. So. Jetzt haben wir einen engen Vorbeiflug. Schnell speichern. Jetzt haben wir einen engen Vorbeiflug und jetzt machen wir Stufentrennung. So, wir haben einen engen Vorbeiflug. So. RCS aus. Und jetzt machen wir nochmal eine Stufentrennung. Und wechseln mal hin. Und wir haben wieder kein Encounter, sondern kein Vorbeiflug. Können mich in den Arsch beißen, dass ich das gemacht habe mit dem 1%. Ah, we live and we learn, ne? So, noch einmal starten. Und dann lassen wir diese Stufe da einfach hinten dran. Ich mache jetzt einfach eine spätere Trennung. Viel, viel später. Sondern lass den weiterfliegen. Oh, und da kommt mein Hund. Hallo. So, 694 Kilometer. Und wir machen jetzt RCS aus. Dass hier garantiert nichts durch irgendwelche Steuereingaben verändert wird. Das ist so super empfindlich. Das heißt, wir lassen die Stufe jetzt dran. Und lassen sie einfach weiter nach oben fliegen. Und wir werden die Avionics. Shutdown Avionics. Können wir uns auch nicht mehr drehen. Und so. Die können wir dann immer noch anmachen oder die Stufentrennung machen, wenn hier alles vorbei ist. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Vesta. Ja, es stört mich nicht, genau. Ich war nur besorgt wegen Strom, weil die Avionics ja auch, wenn sie Hibernation sind, Sachen ziehen und wir haben ja schon so viele RTGs obendrauf. Naja, also. Ja, wir haben den Vorbeiflug 655, ich habe RCS aus. Uns kann nichts weiter passieren. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal. Wir sind gestartet. Was ist das nächste Startfenster? Ist Mercury. Ich richte mich jetzt mal. Ich mache jetzt mal hierher vorspulen. Wir spulen mal vor aus dem System Erde raus. Vorspulen abschließen. Genau noch 20 Stunden, bis wir den Einflussbereich der Erde verlassen haben. Oh, Vorspulen abgebrochen, weil irgendwas wieder keine Batterien mehr hat plötzlich. So, Periapsis ist 780, also 780 Kilometer. Wir haben immer noch das Ding und können die Avionics wieder anmachen und wenn wir den Einflussbereich der Erde verlassen haben, nochmal nachkorrigieren. Und dann machen wir immer noch keine Stufentrennung. Keine Angst. So, spulen wir nochmal 8 Stunden vor. So, und jetzt machen wir mal manuell. Einmal hierhin. So. Vesta Periapsis ist 782. Okay. Ja, das ist immer noch gut. Wir werden jetzt keine Stufentrennung machen, sondern wir fliegen einfach in Richtung Vesta. Und jetzt sind wir auch außerhalb des Sphere of Influence. Nee, noch nicht ganz. Sind noch nicht ganz außerhalb. So, machen wir mal. Add new alarm, wenn wir Sphere of Influence Change machen. Das ist in 612 Tagen und das passt überein mit, genau, in 612 Tagen passiert irgendwas bei Vesta. Das heißt, time to change of Sphere of Influence, add alarm. Dann haben wir hier Venus Flyby. Was habe ich denn da gemacht?
Oh, doch, da, ich erinnere mich. Wir haben einen zweiten Flyby von irgendeiner Venus-Sonde. Die kam nochmal zurück. Ich wunderte mich nur, da habe ich einen Manöver-Note gemacht. Und Vesta-Flyby haben wir in 612 Tagen. Sehr schön. Und wir haben Verbindung und wir gucken mal, wie es mit Strom aussieht, wenn wir da hinten dran sind. Wir generieren im Moment keinen Strom. Ja, wir verbrauchen Strom. Wir sollten uns vielleicht dann mal Avionics. So, das hier pinnen wir mal an und dann würde ich. Oh Gott, ich will mich jetzt einmal schnell speichern. Und jetzt müssen wir uns einmal in die Sonne drehen, damit die Solarzellen geladen werden. R. So. Jetzt werden die Solarzellen geladen. Wir machen mal Stability Control. Ja, jetzt müsste er aufgehört haben, sich zu drehen. Sehr schön. Reaction Control aus, Stability Control aus. Und jetzt machen wir wieder Deactivate Avionics. Und jetzt wird unsere Sonde auch geladen über die Solarzellen, weil wir uns vernünftig ausgerichtet haben. Jetzt ist die einzige Frage, hat das Drehen meinen Kurs kaputt gemacht? Nein, wir haben immer noch einen Encounter mit Vesta. Das heißt, Ansicht zentrieren. Wir haben immer noch einen Vorbeiflug und zwar in 763 Kilometern. Wundervoll. Und wir lassen diese Stufe jetzt dran, da wird nichts abgesprengt. So. Schön, so kann das Ding fliegen, einmal zurück zum Weltraumzentrum. Yeah.